Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Pack-Opening. Heute zu der neuen Sammelkartenserie der Lego Ninjago-Karten. Es ist mittlerweile schon die Serie 9, um genau zu sein, Next Level. Das ist quasi 9.5. Als nächstes wird die 10 kommen. Ich habe hier einmal das Starter-Pack. Da haben wir da den Sammelordner, die Kartengalerie, die Regeln, zwei Booster, eine besondere Karte. Gucken wir uns gleich mal alles besonders schön an. Dann habe ich hier ein Blister. In dem Blister sind vier Booster, sechs Karten. Und dann eine von den vier. Dann habe ich hier einmal das Multipack. Davon gibt es diesmal nur drei, soweit ich gesehen habe. Da sind auch vier Booster drin, sechs Karten und auch eine limitierte Sammelkarte. Ich würde einfach mal jetzt sagen, ich packe das einmal alles aus, mache kleine Stapel und dann gucken wir uns an, was da so Schönes drin ist. Bis gleich, da bin ich wieder. So, ich habe jetzt einmal alles ausgepackt, kleine Stapel gemacht. Hier haben wir das Starterpack, hier den Blister und hier das Multipack. Beim Starter hatten wir, wie gesagt, zwei Booster drin. Die gucken wir uns gleich an. Dann hatten wir hier die LE1. Das ist der starke Kai Limited Edition. Schön mit den ganzen Schriftzeichen im Hintergrund und dem Grün. Die Rückseite ist, glaube ich, so wie immer. Dann haben wir hier einmal mächtiges Du, einmal Lloyd und seinen Drachen. Schön XXL, die Nummer 1. Diesmal ist es nicht die Karte in groß, was wir sonst immer hatten, sondern ein separates Design. Kommt erstmal beiseite. Dann haben wir hier einmal das Spielfeld, weil das sind Karten, mit denen man auch spielen kann. Und dann haben wir hier die Kartengalerie. Ich werde euch die einmal gleich einmal schön einblenden, genauso wie hier die limitierten Karten, wo es die drin gibt und wann die erscheinen in den Heften quasi. Hier haben wir die beiden Karten aus dem Penny Blister. Die gibt es ausschließlich, soweit ich weiß, nur bei Penny. Hier unten kann man sich auch die Galerie runterladen und auch die limitierten Karten. Werde ich gleich mal einblenden, wenn ich das nicht schon getan habe. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu den ersten beiden Boostern. Ich würde sagen, das schieben wir mal an die Seite. Wir haben hier hinten die Übersicht. Das blende ich auch nochmal hier unten in der Ecke ein. Wir haben insgesamt 206 Karten. Dann haben wir Standardkarten, 124 Charakterkarten, 18 Aktionskarten, 9 Fallen und 9 Fahrzeuge. Dann haben wir noch Spezialkarten. Das sind 10 Level-Up-Karten, 10 Mega-Karten, 12 Mega-Legacy-Karten, 10 Ultra-Karten. Davon sind in jedem fünften Booster eine oder die Wahrscheinlichkeit. Und es gibt 4 Platin-Karten. Davon soll eine in jedem 25. Booster sein. Davon blende ich mal hier unten auch ein kleines Bildchen ein. Aber mal gucken, ob wir alle vier zusammenkriegen. Ich habe es bis jetzt, glaube ich, nur in einer Serie geschafft, alle zusammen zu bekommen. Aber mal gucken. Gehen wir mal ins erste Booster. Die glitzernde Karte kommt nach hinten. Hier vorne haben wir als erstes Hoffnungslos, rachsüchtiger Geist. Wilds Baby, Mechkai, Mechdu, Aaron und Cole. Und hier hinten haben wir den Mega Kletter Kai. Finde ich ganz schön. Hier auch mit dem Öleffekt so ein bisschen. Finde ich ganz cool gemacht. Dann trennen wir sie auch gleich mal so ein bisschen. Kommen wir zum zweiten Booster. Da lege ich auch wieder die
Blitzende nach hinten. Dann haben wir hier gescheitertes Projekt. Seltsames Portal. Doppelgänger. Heatwave. Mechdu, Zane und Jay. Und hier haben wir Level Up Kletter Kai. Schön in weiß alles gehalten, bis auf seine Maske und den Effekt von der Waffe. Finde ich ganz cool. Und das ist so ein Pelmut-Effekt. Finde ich ganz nett. Dann kommen wir hier zur ersten Karte aus dem Blister von den Limitierten. Da haben wir hier Aaron vs. Cinder, Limited Edition, die LE16. Finde ich ganz cool. Sieht ganz gut aus. Hier oben rot und da unten blau. Mal wieder die Elemente entgegengesetzt. Dann gehen wir hier mal als erste Booster. Mal gucken, was da so Schönes drin ist. Die lege ich mal trotzdem schön nach hinten. Dann haben wir hier nicht loslassen. Doppelgänger. Dann Mech Sora. Action Kletter Sora. Und dann haben wir hier Drachenteam Zane. Das scheint eine Puzzlekarte zu sein, weil die ähnelt sehr stark dem, na komm her, mächtigen Du quasi hier unten. Und oben würde dann hier der Drache kommen, würde ich sagen. Dann haben wir hier nochmal Level Up Kletter Aaron. Auch hier schön mit dem Perlmutt. Dann, die kommt schon mal beiseite. Haben wir hier das nächste Booster. Mal gucken. Gut. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, ne? Dann haben wir hier Jays Battlemech. Aarons Drachengleiter. Seltsames Portal. Bonzel. Fiese Beatrix und Mega Lord Wars. Finde ich ganz cool. Mit dem Lila im Hintergrund und dem Öleffekt. Nett. Dann kommen wir schon zum vorletzten. Aus dem Blister. Da werden wir wieder gespoilert. Na? Aber nicht mit mir. Mechanische Kapsel. Überrascht. Süßer kleiner Blob-Alien, keine Ahnung. Soras Technikdrache. Starke Beatrix. Fieser Raptor. Und als letztes haben wir hier Level Up Kletter Kohl. Auch hier schön mit dem Polmut und dem Effekt von der Waffe. Dann haben wir jetzt nur noch eins aus dem Blister. Bin ich einmal gespannt, ob wir doch noch eine Platin kriegen. Bis jetzt haben wir noch keine. Wäre schön. So, was haben wir denn hier? Algennudeln. Schnauzer. Zu Boden gedrückt. Strafarbeit. Action Legacy Kohl. Und hier haben wir Mega Kletter Lloyd. Ich finde diesen Öleffekt echt cool. So, da haben wir dann nur noch das Multipack über. Da haben wir hier die limitierte Sammelkarte. Das ist Action J, die LE12. Auch wieder mit Schriftzeichen im Hintergrund. Und hier ist es orange als Farbe. Rückseite wie die anderen. Schieben wir euch mal in die Mitte. So. Dann machen wir mal das erste davon auf. Na komm her, da werden wir wieder gespoilert. Nicht mit mir. Komm raus hier. Nein. Plopp. Wie weit werden wir gespoilert? Ja, ich lege mal sicherheitshalber die beiden nach hinten. Dann haben wir hier Nias Drachengleiter. Djinnkraft. Legacy Krazai. Legacy Python. Pythor. Und hier haben wir dann den Drachen-Team Eisdrache. Gehe ich mal kurz beiseite.
Und einmal Mega Legacy Lloyd. Schön mit den Symbolen im Hintergrund in Schwarz. Und jetzt kann ich das mal zusammenpuzzeln schnell. Na, wo haben wir sie? Da. Und wir haben die erste Puzzlekarte zusammen. Sage ich ja. Wie die grüne XXL-Karte, nur diesmal hier zweiteilig. Finde ich ganz nett, manchmal solche Karten zu haben. So, dann trennen wir das hier natürlich wieder anständig. Kommen wir jetzt zum nächsten Booster. Da werden wir wieder gespoilert. Mensch, mal so. Nee, nicht mit mir. Zack. Legen wir wieder zwei nach hinten. Und wir haben hier Kais Feuermech, Kritzelei, Actionmech Sora, Center. Dann haben wir hier Level Up Jordana. Und okay, haben wir keine Foil mehr. Gescheitertes Projekt. Ich habe mir eben gedacht, nur leg mal lieber eine mehr nach hinten, bevor du da. Großartig. Spoilers, kommen wir jetzt zum vorletzten Booster. Schnell mal aufgemacht, da werden wir wieder gespoilert. Na, komm her. Zack, ist das eine oder zwei? Nur eine diesmal. Dann fangen wir hier an. Heißes Essen. Nicht loslassen. Aarons Battlemech. Mech Lloyd. Kletter Sora und Mega Legacy Overlord. Der sieht cool aus. Schön mit dem Öleffekt und dem mit dieser Geisterfratze finde ich echt cool. Gefällt mir. So. Kommen wir zum letzten Booster für heute. Bis jetzt noch kein Glück gehabt. Werden wir gespoilert? Ja, wir werden gespoilert. Machen wir mal das nach hinten. So, eine Karte, zwei Karten, eine Karte. Da haben wir hier den rachsüchtigen Geist, hoffnungslos, spirituell. Dann haben wir hier Legacy Hausner, Legacy Tsushimi und als letztes haben wir hier Mega Kletter Kohl, auch schon mit dem Öleffekt. Da sind wir dann für heute tatsächlich durch. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.